Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute ist Tag 6 des CSGO Adventskalenders 2017 und natürlich gehen heute auch wieder drei Preise raus an euch. Die Gewinner von gestern setzen heute aus und die von vorgestern sind heute wieder mit dabei, ihr wisst ja Bescheid. Für die, die heute das erste Mal einschalten, erster Link in der Videobeschreibung, dort kommt ihr zum Teilnehmervideo, dort erkläre ich, wie ihr teilnehmen könnt, was es zu gewinnen gibt und so weiter und so fort. Und zweiter Link in der Videobeschreibung ist für die Leute, die den CSGO Adventskalender noch krasser machen wollen und vielleicht noch den einen oder anderen Zusatzgewinn reinoffern wollen. Würde mich auch sehr freuen. So, ich mache das Ganze jetzt wieder etwas schneller als sonst, weil ich bin wieder spät dran, habe heute die eine oder andere Überstunde schieben müssen und deswegen, jo. Ich weiß noch nicht mal, was ich heute raushauen werde an Skins. Ich werde einfach, lass uns vorne beginnen, eine USPS Cayman, eine abgesickte Schrotflinte, The Kraken und dann würde ich gleich noch eine PP Bison raushauen. So. Die gewinnt sich hier unter den Kommentaren des Teilnehmervideos. Und dann würde ich auch gleich mal den ersten Gewinner ziehen. Und zwar wäre es der erste Gewinner, die USPS Cayman, geht raus an den Blockboxer LP. Ich mag deine Giveaways. Ja, das freut mich, Mate. Glückwunsch mal an dich. Warte mal, was mich interessiert, 308 Kommentare ist eigentlich auch nicht so viel. Dann der zweite Preis war die abgesiegte Schrotflinte, die geht raus an den 10er Paysafe, Jona ist Legende, kann sein. Und der dritte Preis war die PP Bison Judgment of Anubis, die geht raus an den Matrixi. 523 Kommentare, nicht einfach kommentiert mit dem Punkt. Ja, okay, geht auch, also Glückwunsch mal an euch drei. Gut, das war's dann auch schon wieder für heute. Auch wenn die Episode etwas unspektakulär war, würde ich mich trotzdem über einen Daumen nach oben freuen. Ich versuche einfach nur das Video heute so kurz wie möglich zu halten, damit es dann einfach so schnell wie möglich online kommt. Weil wenn ich das Video um 10:30 dann online kommt, werden ja die meisten ja nicht mehr hier sein, sage ich mal. Dann sage ich auch gleich ciao und bis zum nächsten Mal, beziehungsweise bis morgen, zu Tag 7. Euer Alex. Beautiful shot.